Fangst du mal mit der Belehrung an? Kein Alkohol, keine Hunde, außer Blinkenhunde, Hunde, keine Fahrräder, keine Waffen, keine Glasflaschen. Gewaltfrei, friedlich natürlich. Nur die Weisungen der Ordner und von mir, das ist mit der Folge zu leisten, genauso von der Versammlungsbehörde und der Polizei. Ja, hab ich schon vergessen. Ach so, und dann haben wir unsere große Runde laufen, Fackelträger bitte noch auslaufen. Fackeln haben wir da unten dann bei der Turnhalle auszugeben, da also richtig. Gut. Dann wie immer, Glück auf, Niederlauf! Glück auf! Sehr schön. Wir beginnen wie immer mit Information, was ist so passiert, was gibt's Neues, was gibt's Aktuelles. Dann haben wir schon eine kleine Rede für euch vorbereitet. Und dann haben wir noch einen Brief eines Pfarrers, den ich euch noch vorlese. Ja, was ist so passiert? Eine Woche ist es her, dass wir uns fast alle genauso gesehen haben. Und zwar war das am 27.11. zur Stunde der Patrioten in Stolberg. War eine tolle Veranstaltung, oder? Also gibt's gar nichts zu meckern. Weltklasse. Muss wohl auch in der Zeit irgendwo noch rassistischer Nazi-Aufmarsch stattgefunden haben. Habe ich jedenfalls in den Medien so wahrgenommen. Falls ihr da Informationen dazu habt, könnt ihr ja gerne mal auf mich zukommen. Kurz zu dem Bus, den wir für die Niederdorfer gebucht haben, weil viele Fragen auf uns zugekommen sind, da kostet nichts. Aus den Einnahmen, den Spenden, die wir hier bekommen, wurde das Ganze finanziert. Also der Bus war quasi für euch kostenfrei. Da müsst ihr keine Tickets nachhinein dafür erwerben. Dann hatten wir uns ja schon mal angekündigt, Selbstverteidigungskurs durchzuführen für Frauen und Kinder. Es stehen jetzt der erste Termin. Es geht am 9. Januar los, es ist ein Samstag, von 13 bis 15 Uhr. Alle ab dem Alter von 13 Jahren dürfen daran teilnehmen, Jüngeren leider nicht. Es wird von den ehemaligen Selbstverteidigungstrainern der Polizei durchgeführt werden, hier bei uns in der Turnhalle. Für die Kinder, die wir auch noch auf der Liste hatten, das sind immerhin 10 Personen von 6 bis 13 Jahren, 11 bis 12 Jahren. Da lassen wir uns noch was anderes einfallen, aber da steht aktuell das Konzept noch nicht so ganz. Aber auf jeden Fall ab 13 Jahren. Älteste Teilnehmerin ist übrigens 60 Jahre alt. Ab 9. Januar, dann jeden Samstag, erstmal bis Ende Februar, 13 bis 15 Uhr. An sich im Dorf war es ruhig. Es gab wieder einen kleineren Vorfall oben am Murmer. Da haben sich hilfsbereite Flüchtlinge dazu bereit erklärt, den Leuten bei den Ausladen ihres Leergutes vom PKW in den Einkaufswagen zu helfen. Und als sie dann fertig waren, hatten sie einen eingeschweißten Zettel in der Hand und da steht drauf, 10 bis 15 Euro bitte, wir müssen unsere Familien ernähren. Ich sage dazu nur, Untergang ist der Welt nun, wir geben den Dach über den Kopf. Sie werden mit Spenden zugeschüttet, sie bekommen obendrein noch Taschengeld und werden hier von vorne bis hinten gewindelt und so wird sich dann gedankt. Meine Meinung zu dem Thema. Dann gab es generell nochmal Unmutsäußerungen im Dorf. Vor einer Weile hat ein Gespräch zwischen uns und Vertreter der Kirche stattgefunden. Da hat die Kirche uns darum gebeten, dass wir das Thema Kinder bitte bei den Demos aus dem Vorlauf lassen. Sprich, dass wir versuchen mit den Eltern zu reden, dass die Kinder nicht unbedingt die Demonstration besuchen. Wir haben gesagt, wir können niemandem was vorschreiben, was sie tun, aber wir werden das auf jeden Fall mal anbringen. Als Dankeschön hängt die Kirche jetzt Zettel bei uns im Kindergarten aus, wo die Leute zu freiwilligen Spenden über die Kinder animiert werden sollen, dass die Kinder im Heim ein Weihnachtsgeschenk bekommen. Kann man drüber denken, was man will, aber danke liebe Kirche, dass er uns gesagt hat, wir lassen die Kinder außen vor und dass er jetzt selber auf diesen Zug ausspringt. Das ist doch wahre Christlichkeit in meinen Augen. Ja, und dann haben wir der Kirche natürlich ein Angebot gemacht im Sinne der Integration, weil wir sind ja auch weltoffen und wollen natürlich mit unterstützen, dass wir von der Demo einen Weihnachtsbaum dem Heim spenden und diesen zusammen mit den Flüchtlingen dann schmücken. Da gab es jetzt noch keine Reaktion. Das zu dem, was im Ort vorgefallen ist. Jetzt habe ich noch ein paar Fakten für euch zum Erzgebirgskreis. Ich war ja bei der Kreistagssitzung am 2. Dezember. Erstmal ein paar Fakten.
beginne mal mit der 49. Kalenderwoche. 49. Kalenderwoche, 186, die dazugekommen sind und eine Unterkunft brauchen. Mit der 50. 196, 51. KW 246, 52. KW 246, 53. KW 240, 2016 ab der 1. Januarwoche kommt 294, in der 2. Januarwoche kommt 243, in der 3. Januarwoche 294 und in der 4. Januarwoche nochmal 294. Es wurde von Beauftragten Staat Asyl, den ich mal vorgetragen, gab es eine PowerPoint-Präsentation und es stand auch immer auf etlichen Folien der Hinweis, die Zahlen, die genannt werden, egal ob es ums Geld geht oder um Flüchtlinge, das sind Mindestzahlen. In diesem Jahr sind aktuell noch 1.131 unterzubringen. Nicht gesichert ist der Unterbringung von ca. 700 Personen. Also wir haben 700 Personen, die im Dezember, wo die Unterbringung auf Amtsdeutsch noch vakant ist. Und ab der 1. Januarwoche geht es aber fleißig weiter. Da haben sie dann sich mal zusammengesetzt und haben einen Plan geschmiedet, wie könnte man das denn bewerkstelligen. Es wurde dann seitens des Kreises eine Lösung gefunden. Und zwar werden 6 Turnhallen von Berufsschulen im Erzgebirgskreis fallen. Unter anderem die Turnhalle der Berufsschule in Elsitz. Es wird ja an allen Schulen noch Schulsport betrieben. Und es betrifft auch etliche Einrichtungen oben im Raum Aue, Aue Schwarzenberg, wo unter anderem auch Vereine aus der 2. Bundesliga trainieren, die dann genauso dumm aus der Wäsche gucken. Mit diesen 6 Turnhallen ist wenigstens zur Unterbringung von 500 gesichert. Wenn ich jetzt in der 1. und 2. Kalenderwoche mal zusammenzählen, sind wir da schon weit über 500. Also man darf gespannt sein, wie es weitergeht. Ich denke mal, der Griff zu Eigentum, welches nicht im Preis gehört, ich schaue da immer wieder traurig nach rechts, ist sicherlich nicht mehr weit. Aber Niederdorf, ich verspreche euch eins, wie ich hier stehe, solange ich noch atme, wird unsere Turnhalle nicht fallen. Die Summe der geplanten Ausgaben nächstes Jahr beläuft sich auf 48 Millionen Euro. Witzigerweise, Alex, das sind 40 Millionen mehr, wie sie ursprünglich geplant hatten für dieses Thema. Davon müssen 10 Millionen durch Kredit finanziert werden. Warum brauchen wir einen Kredit? Der Staat hat doch mal gesagt, 21 Milliarden stelle ich zur Verfügung, die dann auf die Bundesländer aufgeteilt werden, um diese Kosten für Asyl zu decken. Ja, das Problem an der Sache ist, der Staat hat es gesagt. Aber gemacht hat er es noch nicht. Und wenn das Geld kommt, ist es fraglich. Aber die Kosten sind nun aktuell da. Dankeschön, wir dürfen jetzt noch einen Kredit über 10 Millionen Euro aufnehmen. Dann war im Nachtragshaushalt zur Kreistagssitzung am 2. Dezember im Gespräch. Nachtragshaushalt, das müsst ihr euch sinngemäß so vorstellen, man weiß, was man für Kosten nächstes Jahr hat, stellt fest, dass es nicht reicht, was man im Haushalt eingestellt hat, also macht man Nachtragshaushalt. In diesem Nachtragshaushalt auf Platz 32 und 33, da ist es Objekt 74 aufgeführt. Das ist Asylbewerberheim in Niederhof. Und es ist geplant, 1,19 Millionen Euro als Investition zuzubuchen und diese dann als Baumaßnahmenkosten herausnehmen. Also nächstes Jahr werden knappe 1,2 Millionen Euro ins alte Landratsamt in Niederhof gesteckt. Ich gehe nicht davon aus, dass dort Saunas oder goldene Wasserhähne installiert werden. Ich stelle mir einfach nur die Frage, was haben die dort vor? Wie viel soll da rein? 1,2 Millionen Euro. Da wurden wir natürlich zur Kreistagssitzung beruhigt. Ja, das ist ja jetzt erstmal nur konzeptionell. Wir stellen das ja heute nochmal grob vor, was dann im März beschlossen wird. Jetzt muss man sich mit der ganzen Thematik ein bisschen auskennen. Und wenn man dann auch noch verschiedene Menschen kennt über die ganzen Jahre hinweg, weiß man auch, dass zwar im März von den Kreisräten, korrigiert mich, wenn es nicht stimmt, 86 erzeugt, das sind 89, aber ist doch egal, selbst wenn alle Nein sagen würden, bei dieser rhetorischen Frage wurde schon mal in den Raum geworfen, war dann die Aussage von unserem Landrat, tja, dann muss ich mich halt drüber wegsetzen. Also im Endeffekt, ja, zum 2. Dezember ist noch nichts beschlossen worden, was diesen Nachtragshaushalt angeht, aber Leute, hört mir, selbst wenn im März Nein gesagt wird, da wird es mit Furcht gefunden. Die 1,1 Millionen Euro Minimum von Niederdorf stehen bereit. Ich freue mich schon.
Ich habe aber noch zu der Kreistagssitzung, war ja dann, ich glaube, es war Top 15 oder 16, die Fragerunde der Bürger. 30 waren drin, 16 stehen draußen. Es wurde sich echauffiert, dass nicht alle reingelassen wurden. Zwieschneidiges Schwert, das Thema. Meine Meinung ist ja, sie hätten sie reinlassen können. Es gibt aber auch differenzierte Meinungen, die sagen, sonst interessiert sich kein Schwein für die Kreistagssitzung. Von jetzt, wo sie alle mal kommen wollen, weiß und mit dem er geht, was sie interessiert, echauffiert es sich, dass man nicht mehr wie 30 rein lassen. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist auch mal Aussage. Wir können froh sein, dass wir 30 reingelassen haben, weil sonst ist die Resonanz hier mager, maximal 1-2 Personen kommen. Ich habe auf jeden Fall die Frage gestellt, die 1,1 mit 1,9 Millionen Euro, was das alles für Baukosten sind. Also Baukosten ist ja ein ziemlich weit gefächerter Begriff, habe ich den Landrat gefragt. Er hat gesagt, er wird es mir mitteilen. Da habe ich gefragt, wann er mir es mitteilt. Dann hat er gesagt, zeitnah. Dann habe ich ihn gefragt, ob er zeitnah definiert. Und da meinte er, lässt sich nicht festlegen. Also ich wurde jetzt bis Montag, und wenn er mir am Montag keine Antwort auf meine Frage gegeben hat, bekommt er am Dienstag einen Brief. Und wenn ich dann am Montag wieder keine Antwort habe, bekommt er wieder einen Brief. Mal gucken, wie lange wir das Spiel schreiben müssen. Ich werde euch auf jeden Fall per Facebook und WhatsApp über den Schriftverkehr mit Landmann Kuchen informieren. Heute sind wir mal ganz interaktiv. Habe ich noch auf dem Telefon vorbereitet für euch. Und da würde ich euch gerne mal noch ein paar Folien ganz kurz vorlesen, die euch sicherlich interessieren, was auf dieser Kreistagssitzung präsentiert wurde. Aufenthalt und Aufenthaltsbeendung im Erzgebirgskreis. Da wird von Zahlen zwischen 1. und 3. Quartal ausgegangen. Alex. Also Aufenthaltstitel haben 226 Asylbewerber. Aktuell im Verfahren gegen den Status, der geklärt werden muss, Asylantrag, sind 1888. Abgelehnt bzw. geduldet sind aktuell 606. Und dann ist so eine Aussage auf der Folie, da greife ich mir selber an. Achtung! Also es gibt ja dieses Bundesamt, das ist BAMF, sicherlich mittlerweile Begriff, von BAMF nicht registriert, 165. Nicht registriert sind 165. Erklärt mir das mal. Wenn sie nicht registriert sind, woher wissen sie dann, dass es 165 sind? Okay. Dann war ja der Punkt abgelehnt und geduldet 606. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was geduldet macht. Duldung überwiegend aufgrund von Hasslosigkeit. Und Abschiebungen im Erzgebirgskreis in dem genannten Zeitraum 1. bis 3. Quartal 71 vorbereitet, 33 durchgeführt. Jetzt kommen wir natürlich zu dem Punkt, Sie müssen sich ja natürlich auf der nächsten Folie dann gleich entschuldigen, die Abschiebehindernisgründe. Stornung der Maßnahmen durch zentrale Ausländerbehörde. Person zum Zeitpunkt der Zurückführung nicht angetroffen. Fehlende Familienmitglieder. Renitenz der Abzuschiebenden. Fehlende Dokumente bzw. fortdauernde Passlosigkeit. Ja, soll ich dann auch dazu. Was war der erste Fall? Ja. Verkehrswege für eine Abschiebung unterbrochen und stehen nicht zur Verfügung. Die argumentieren damit, es gibt quasi keine Route von Deutschland nach, was weiß ich wohl, keine festen Verkehrswege, alles unbefestigt, nicht industrialisierte Länder, die da durchsperrt werden müssen, dass sie nicht mehr hochgekommen sind, so, dann sollen sie halt wieder heimlaufen. Ich verstehe sie. Und dann natürlich nur deutscher Rechtsstaat. Wir können auch niemanden abschieben, der keine Pässe oder Dokumente hat, weil wenn wir den dann im Flugzeug auslassen, in dem Land, wo er hin soll, hat er ja keinen Pass, also darf er nicht einreisen. Und dann nehmen wir den wieder mit heim. Internierungslager! So. Oder so ein Punkt, Herkunftsstaat verweigert Aufnahme. Reiseunfähigkeit wegen Gesundheitsproblemen. Und der letzte Punkt, offene Haftbefehle. Dann haben wir natürlich noch die Erarbeitung eines Integrationskonzeptes. Auch sehr interessant. Das Ansinnen des Erzgebirgskreises ist es, eine lebensweltorientierte Integration beschreiben und realisieren. Integration als Daueraufgabe sehen, die nachhaltig und strukturell angegangen werden muss.
als Chance verstehen, auch unter dem Aspekt des demografischen Wandels. Tut endlich was für die Familien, dann vermehrt sich das deutsche Volk auch wieder mehr und dann müssen wir diese Flüchtlingssituation hier als Chance für demografischen Wandel sehen. Integration ist kein einseitiger Anpassungsakt von Zugewanderten, sondern ein interaktiver Prozess zwischen Zuwanderern und Aufnahmegesellschaft. Willkommenskultur als Führungsaufgabe sehen, welche allen Mitwohnenden mitgetragen werden muss. Das jetzt zum Kreistag erstmal ganz kurz. Jetzt kommt aber gleich nochmal. Dann haben sie uns natürlich wieder gesagt, diese Überfremdung bei uns im Erzgebirgskreis, das ist ja alles nur Einbildung. 0,5% Ausländeranteil im Landkreis Stolberg. Wenn ich mir dann mein Dorf angucke, wir haben ja knapp 9%, wenn ich das Quote sehe von Asylbewerbern im Verhältnis zu Einwohnern. Knapp 100 haben wir, knapp 1200 Einwohner. Knapp 300 sollen ja mal rein, dann sind wir bei knapp 27% Ausländeranteil in jeder Dorf. Also es ist immer noch eine Frage, wie man eine Statistik liest und wie man es versteht und wer sie natürlich gefälscht hat. Weil wenn ich wieder dann mir in Erinnerung rufe, dass sie dort 1,2 Millionen Euro nächstes Jahr reinstecken, denke ich auch, dass es nicht bereit bei 100 bleibt. Aber gut, das ist nur eine Mutmaßung. Übrigens, heute sind wieder 10 gegangen und 7 gekommen. Ich sag mal, wenn das perspektivisch so weitergeht, haben wir Glück. Was ich allerdings witzig finde, wenn man aufs Landratsamt auf der Homepage steht, wir haben konstant 98. Ne? Also es geht immer mehr wie kommen, aber wir haben konstant 98. Sehr interessant auch. Gut. Jetzt machen wir mal wieder ganz kurz Demokratie. Ich finde nämlich, ich habe heute eine sehr tolle Rede heute für euch. Ich habe aber auch noch was zum Thema Presse. Presse hätte ich persönlich ans Ende geschoben. Wie hättet ihr es denn? Auf Presse oder auf Rede? Rede. Da wollen wir mal reden dann. Okay. Dann komme ich jetzt zu meinen heutigen Worten. Ich glaube, ich stehe am Ende von den Worten immer alleine. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, ich habe mal den Satz formuliert, wir Politiker können nicht alles sagen und tun wir schon. Das hat mir mal jemand gesagt. Und ich habe das, denke ich, diese Woche erst so richtig begriffen, was er wirklich damit gemeint hat. Und der Ausspruch zur Wahrheit gehört die ganze Wahrheit, das verstehe ich immer noch. Hat sich schon mal einer gefragt, warum wir von vorne bis hinten nur beschissen werden? Meiner Meinung nach, weil sie Angst vor der Wahrheit haben. Dieses Ganze, wegen was wir auf die Straße gehen, dass wir keine Islamisierung wollen, dass wir keine Integration wollen, dass die Ausländer das Problem sind, das ist eigentlich ein Fehler, den wir von Seiten der Demonstration aus begehen. Weil die dort umfreuen sich, dass das so ist und dass wir das tun. Wir brauchen einen zielführenden Protest, aber mit dem Protest, den wir aktuell vollführen, sind wir in meinen Augen die Zielführung. Wir werden damit uns einen Kreis drehen und nichts verändern. Es gibt eine Ursache und es gibt eine Wirkung. In der Feuerwehr ist es beispielsweise so, wenn ich eine brennende Gasleitung habe, bringt es nichts, wenn ich die Flamme lösche, das Gas strömt weiter aus. Der kleinste Funke genügt und das Gas brennt wieder. Was muss ich also tun? Ich darf nicht die Wirkung bekämpfen, sondern ich muss die Ursache bekämpfen. Ich muss den Absperr anschließen. Dann strömt kein Gas mehr aus und ich habe kein Problem mehr, dass es sich entzündet. Werden durch weg! Werden wir bekämpfen aktuell die Wirkung. Wir sagen, scheiß Islamisierung, scheiß Integration, wir Deutschen, wir haben vergessen, für uns ist kein Geld da. Aber damit ändern wir nichts. Wir müssen die Ursache bekämpfen. Und die Ursache ist in meinen Augen, das sind die falschen Führer, das ist die Politik. Wir müssen die Politik anfangen, von unten zu ändern. Wenn ich ein Haus von jetzt auf gleich abreißen will, fange ich nicht oben auf den Dach an, dann fange ich an, unten die Ziegel rauszuziehen. So bringe ich es zum Einsturz. Und wenn wir jetzt hier alle zusammen ein gesundes Fundament bauen, dann können wir im Sinne des Volkes und zum Wohle des Volkes einfach alles ändern. Wir müssen nur dieses Verständnis dafür finden. Wenn ich diese Kreistagssitzung sehe, wo ich am 2. Dezember war, da platzt mir der Sack. Da sitzt dort jemand, und ich rede jetzt nicht über fachliche Kompetenz. Ich tue weder unseren Landrat noch den Kreisräten, die dort sitzen, fachliche Inkompetenz vorwerfen. Das steht mir nicht zu und das ist auch nicht der Fall. Aber dieses Austreten eines Landrates, diese Arroganz in diesen 3 Stunden, die ich erleben durfte, da waren 30 Schulter drin, die wegen dem Thema Asyl gekommen sind. Und es ist aktuell nun mal das wichtigste Thema, was es zurzeit in unserem Land gibt. Er kann einen nicht mal angucken, wenn er mit einem spricht. Die Art und Weise, wie er mit seinen Kreisräten gesprochen hat,
eine Arroganz, die dort an den Tag gelegt wurde, wo ich mir sage, bei so einem brisanten Thema, wo die Öffentlichkeit so drauf schaut, wo die Bürger sogar noch kommen, selber die Aussage getroffen, sonst sitzen nur ein, zweimal dort, jetzt sitzen 30 Stunden. So ein Verhalten an den Tag zu legen, sondergleichen, bin ich respektlos gegenüber der Bevölkerung und bin ich respektlos gegenüber dem Kreisleben, der Landbahn vertreten. Wenn ich im Gegenzug dann die Politik sehe hier an unserem Ort, wenn ich unseren Bürgermeister sehe, seine Art und Weise, sein Format, dann ist es in meinen Augen, kann man sagen, eine neue Generation von Politikern. Bürgermeister ist derselbe Jahrgang wie ich, bin jetzt 29 Jahre alt, der wächst einfach eine neue Generation von Politikern heran. Er geht ebenso im schmalen Grat wie jeder, der eine Demonstration besucht oder der sich vorne hinstellt und auf der Demonstration redet. Und in meinen Ohren läuft die Politik in unserem Ort perfekt. Er geht den schmalen Grat. Er muss beide Seiten bedenken und es tut auch gut. In meinen Ohren ist unser Bürgermeister auch vorbildweisend in der Funktion, die er ausübt für andere Politiker. Ich finde, es ist ein guter Politiker und er wird noch ein besserer werden mit der Zeit. Es ist kein alter, zerfahrener Zausel, der es nur sein Nutz will und seine Ruhe haben will. Ich denke, er ist gut für uns und er ist gut für das ganze Erzgebirge. Denn in der aktuellen Zeit muss einfach frischer Wind rein. Es sind neue Probleme, es sind unbekannte Probleme, die es so noch nicht gegeben hat. Also brauchen wir auch neue Männer, frische Männer mit neuen, innovativen und zeitgerechten Lösungen. Das Wichtigste, finde ich, es müssen gemeinsame Lösungen gefunden werden. Wir brauchen quasi Menschen und Köpfe aus allen Reihen. Nicht nur Politik, sondern Kirchenvertreter beispielsweise auch. In den letzten Tagen gab es Anfeindungen seitens der Kirche gegenüber den Bürgerbewegungen in Stolberg. Und zwar vom geschiedenen Pfarrer Dorn, der aktuell in Leipzig ist. Aktuelles Beispiel, heute hat er sich aufgeregt, dass die Frau Festerling in Stolberg am 27. gesprochen hat. Also ich weiß nicht, auf welcher Demo er war, Stolberg hat sie nicht gesprochen. Ja. Ich weiß nicht, ob er seinen Leserbrief der Freien Presse gelesen hat. Jeder, der den gelesen hat, weiß, das sind haltlose Anschuldigungen. Aber die sind in der Kirche nicht alles so. Wir hatten letztens noch einen runden Tisch mit Kirchenvertretern in Niederdorf und da durfte ich einen Pfarrer Medu kennenlernen. Also ich selber bin eine ganz verrückte Mischung aus Atheist und Heide. Hab mit der Kirche nichts am Hut. Und der Pfarrer Medo war mir sofort sympathisch. Ich wollte auch, dass er hier spricht. Deswegen hatte ich gestern 16 Uhr einen Termin bei ihm. Er kann es zurzeit leider zeitlich nicht einrichten aufgrund der Adventszeit, wo er sich ja auch um seine Schafe kümmert, seine Gemeinde. Ich habe ihn aber darum gebeten, dass er uns bis zukommen lässt. Weil ich habe ihn als einen Menschen wahrgenommen, der die Seiten der Demonstranten versteht, auch sagt, dass die Politik fehlgeleitet ist. Aber auch als Menschen wahrgenommen, der gesagt hat, wir müssen trotzdem die jetzt hier hinne sind, müssen wir uns darum kümmern und gemeinsam eine Lösung erarbeiten, dass A nicht noch mehr kommen und dass es dann generell mal ein Prozess durchstand geht. Und das funktioniert einfach nur, wenn alle zusammenarbeiten, sprich die Politik, die Demonstranten, Kirchenvertreter und sämtliche anderen Organisationen. Ich würde euch jetzt gerne mal vorlesen, was er uns zugeschickt hat. Liebe Bürgerinnen und Bürger von Niederburg, achso, er ist übrigens evangelisch-methodistisch. Liebe Bürgerinnen und Bürger von Niederburg, es geht ein Riss durch diese Welt. Ein Riss, den wir an den Menschen sehen, die uns seit vielen Monaten erreichen. Menschen, die ihre Existenzgrundlage beraubt, wo Hunger, Zerstörung, Hass und Gewalt fliehen. Gleichzeitig erleben wir aber auch eine gefährliche Ohnmacht all derer, die unser Land führen und auf die Zukunft vorbereiten sollen. Eine Ohnmacht, die die Fragen und Ängste der Bürger unbeantwortet lässt. Ein Riss geht durch diese Welt. Ein Riss mitten durch unsere Bürgerschaft. Durch Kirchgemeinden und sogar Familien. Die einen schauen sorgenvoll auf das Morgen, das sich zwangsläufig verändern wird und stellen sich die Frage, ist die Integration von Hunderttausenden aus einem völlig fremden Kultur- und Sprachraum so irrlich zu schaffen? Die anderen schauen sorgenvoll auf das Leid der Menschen und bemühen sich nach Kräften zu helfen. Dieser Riss ist schmerzlich, weil er von einem gegenseitigen Vertrauensverlust begleitet wird, der ein Klima der Unruhe und Entfremdung innerhalb unserer Bürgerschaft zur Folge hat. Alleine ein aber der sehnliche Wunsch nach einer klaren Perspektive für die Bürgerschaft und die Asylsuchenden. Alle ein der Wunsch nach einer besseren, sicheren Zukunft. Einer Zukunft, da niemand wegen seiner Meinung und seines Engagements verunglückt oder angefeindet wird.
eine Zukunft, in der religiös motivierten Terroranschläge wie der von Paris der Vergangenheit angehören. Eine Zukunft, in der kein Volk wieder das andere das Schwert erheben wird. Wie uns der alttestamentliche Prophet Jesaja hoffnungsvoll verheißt. Diesen Weg des Friedens und des Miteinanders hat Jesus Christus gegen alle widerstreitenden Mächte in aller Deutlichkeit verfolgt und dabei betont. Ich bin das Licht der Welt, bleibt nicht gefangen in Entzweiung, Verzweiflung und Resignation. Seid ein Licht für diese so zerrissene Welt und zeigt den Menschen in dieser Dunkelheit den Weg über diese Risse hinweg. Das ist ein großer Anspruch, den Jesus an uns richtet. Ein Anspruch, der uns auffordert, immer wieder aufeinander zuzugehen, das Gespräch, das Miteinander zu suchen. Egal wie unterschiedlich die Meinungen in Niederdorf und Deutschland auch sind, Risse und Gräben überwindet man nicht mit Argwohn und Anfeindung. Das Licht Jesu will Versöhnung und Gewaltlosigkeit. Wir alle spüren aber, wie schwer uns das fällt. Wie wir allzu schnell dazu neigen, auszugrenzen, anderen das Recht auf demokratische Meinungsäußerungen abzusprechen oder mit Gewalt zu reagieren. Alle Lager, Parteiungen und auch einzelne Vertreter der Kirche verfallen leicht dem menschlichen Allmachtsgedanken, besser zu wissen, was gut und schlecht ist. Doch als Geschöpfe können wir nicht den Irrglauben leben, die Welt allein zu retten. So schön das auch wäre. Unser Weg ist es eben nur, Leid zu mindern, so schmerzlich und wenig das manchmal ist. Die christliche Botschaft sagt uns zweierlei. Da wo Menschen das Demonstrationsrecht streitig gemacht wird und diese Menschen einfach in die rechte Ecke gestellt werden, wird der christlichen Botschaft widersprochen. Und da wo Häuser angezündet und hilfsuchende Menschen bedroht werden, wird der christlichen Botschaft ebenso widersprochen. Aus meiner Sicht braucht es Besonnenheit und den Willen, trotz unterschiedlicher Meinung in der Zeit alles bestimmten Debatte um die Flüchtlingspolitik einander anzunehmen und immer wieder gemeinsame nach Lösungen und Wegen für ein friedliches Miteinander zu suchen. Liebe Niederdorfer, ich wünsche mir das offene und ehrliche Gespräch mit Ihnen, ein Gespräch, bei dem Ihre Fragen, Sorgen und Ängste gehört werden sollen. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine gesegnete Adventszeit. Dr. Christian Wedow. Oh. Also ich muss sagen, Hut ab bitte. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Wir müssen gemeinsam Lösungen finden. Parteiübergreifend, das Parteigedanke, gut, das muss einfach weg. Wir müssen die richtigen Vertreter von den richtigen Organisationen ansprechen. Sprich ja, um hier in dem Land politisch und von der Führung her was zu ändern, musst du die Kirche mit ins Boot holen. Das ist einfach so. Aber da brauchst du keinen Pfarrer Dumm, der uns als Rassisten und Nazis bezeichnet. Da brauchst du jemanden wie den Wedow, der, ich weiß leider nicht, wie alt er ist, ich wollte so Anfang 30 schätzen, aber der auch ein ganz anders Studierter ist, der nicht blind glaubt, sondern sich selber auch hinterfragt und trotzdem noch Mensch ist, sich nicht über dem Volk sieht. Genauso wie es in meinen Ohren halt in unserem Dorf ist. Deswegen funktioniert es mit der Politik. Wir haben einen Bürgermeister, aber da ist er nur Politiker, da fühlt sich auch seinen Bürger zugewandt. Und nur so funktioniert das. Ja, gemeinsame Lösungen finden. Umdenken, Neudenken. Und mit dieser neuen Generation der politischen, kirchlichen und sonstigen Führung, die nicht den Weisungen ihrer Partei oder ihrer Religion folgen, die noch gesunden Menschenverstand und Rückgrat haben und nicht am Volk vorbei entscheiden. Leute, die sich noch als Teil des Volkes sehen und bleiben wollen und noch nicht machttrunken abgehoben sind und sich über allen sehen. Mit solchen können wir eine Änderung herbeiführen. So geht's los, so können wir im Sinne aller, im Sinne des Besten fürs Volk hier im Erzgebirge was verändern. Und hier geht's doch nicht um Antisemitismus, Rassismus oder Nazitum. Wir werden wirtschaftlich zugrunde gerichtet und verraten uns selber zum Wohle anderer, zum Wohle Fremder. Ich persönlich, ich sehe uns hier in Niederdorf nicht als Demo, ich sehe uns als Bewegung, eine Bürgerbewegung, die etwas verändern kann und etwas verändern will. Wir sagen nicht nur, was falsch läuft, wir packen es jetzt an, es müssen Taten folgen und ich hoffe, ihr geht den Weg allen gemeinsam mit. Man muss einfach die Zeichen der Zeit heutzutage erkennen und darf sie nicht hinnehmen. Sondern muss auch immer hinterfragen, um im Endeffekt die Wahrheit zu finden. Deswegen werde ich auch in den nächsten Wochen die verschiedensten Gespräche mit Politikern führen, mit den verschiedensten Vertretern von Verbänden, mit dem Pfarrer Wedow habe ich angefangen. Und wenn wir dann endlich mal vernünftige Menschen gefunden haben, die den Ernst der Lage erkannt haben, uns nicht als Rassisten und Nazis abstempeln, die auch sagen, es ist zu viel, wir müssen aufhören, schauen, dass nicht noch mehr kommt. Trotzdem müssen wir uns einmal um die Kinder, die hinne sind, es ist einfach so, einfach rausschmeißen geht leider rechtlich nicht. Und dann schauen, dass nicht noch mehr nachkommt und endlich wieder unser Land aufbauen, vernünftig strukturieren und zum Wohle des Volkes regieren. Das gehen wir jetzt in der nächsten Woche an und wir versuchen, die Politik vernünftig zu verändern.
Nein, wir müssen immer noch weg, aber es gibt andere, die früher folgen müssen. Nun zum Thema Presse. Ich habe heute einen Artikel gelesen. Ich habe heute einen Artikel gelesen. In der freien Presse. Nee, anders. Ich habe heute Namen noch einen Artikel gelesen in der Morgenpost. Und zwar ging es in diesem Artikel um eine Frau in Schneeberg, die bedrängt wurde. Ich habe heute Vormittag den Artikel in der freien Presse gelesen und dachte mir, das waren 100 pro Asylanten, weil es steht keine Herkunft drin. Zurzeit bei der freien Presse immer so, wenn irgendwo eine Straftat passiert und es steht weder drin, dass es ein Deutscher war, aber ein Asylant, dann war es ein Asylant. Wer mir nicht glaubt und an alle, die leider kein Facebook haben, kein WhatsApp oder sich anderweitig informiert und leider nur die freie Presse lesen können, lese ich euch als erstes den freien Presseartikel vor. Eine junge Frau ist am Donnerstagmorgen gegen 6.45 Uhr in der Altenhohenstraße von einer Gruppe von 5 Männern bedrängt worden. Es ist irgendwie Schneeball. Nach Angaben der Polizei handelte es sich bei der 19-Jährigen um eine angehende Polizistin in Zivil auf dem Weg in ihre Ausbildungsstelle. Einer der Männer hielt sie am Arm fest, bedrängte sie, bedrohte sie mit Worten und nahm ihr das Handy ab, mit dem sie telefonische Hilfe rufen wollte. Die Frau nahm sich das Mobiltelefon zurück, begab sich zur Schule und meldete den Vorfall. Die Männer blieben außerhalb des Objektes, der mutmaßliche alkoholisierte Täter konnte später identifiziert werden. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des versuchten Raubes, Bedrohungs- sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Er hatte sich den polizeilichen Maßnahmen vor Ort widersetzt. Ein schlimmer Artikel, ein tragischer Vorfall, darf nicht passieren. Freie Presse. Was ist passiert? Anderer Artikel. Feiger Angriff auf Polizeischülerin in Erzgebirge. 5 Asylbewerber bedrängten eine Auszubildende 19 am Morgen vor der Schule der Bereitschaftspolizei. Festnahme. Wie die Bereitschaftspolizei Leipzig und die Polizei Chemnitz mitteilten, ereignete sich der Vorfall gegen 6.45 Uhr. Die junge Polizeischülerin war in der Altenhohenstraße auf dem Weg zur Schule, die direkt neben dem Asylbewerberheim liegt. Plötzlich umringten 5 Flüchtlinge die Schülerin, 4 Marokkaner und ein Albaner, 23. Die Männer bedrängten die Frau. Der Albaner hielt sie am Arm fest und riss ihr das Mobiltelefon erst an, als sie Hilfe rufen wollte. Außerdem soll der Täter die 19-Jährige mit dem Tod bedroht haben. Nach Polizeiangaben rief er appeal the police, tötet die Polizei. Doch so schnell ließ sich die Polizeischülerin nicht einschüchtern. Energisch holte sie sich das Handy zurück und rannte zur Polizeischule, meldete den Vorfall. Bereitschaftspolizisten suchten und fanden die 5 Angreifer. Bereitschaftspolizeisprecher Daniel Ordner, der Hauptverdächtige, wehrte sich gegen seine Festnahme, ein Alkoholtest ergab bei ihm später 0,76 Promille. Die Polizei ermittelt gegen den Albaner jetzt wegen des Verdachts des Raubes, der Bedrohung und des Widerstandes gegen Vollzugsbeamte. Die Polizeischule der Bereitschaftspolizei Sachsen, eine Außenstelle der Schule in Chemnitz, wurde im September wegen 1897 Anwärtern eröffnet. Schon damals gab es kritische Stimmen innerhalb der Polizei, diese Ausbildungseinrichtung neben den Asylbewerberheim in Schneeberg einzurichten. Laut Daniel Ordner war es dies der erste Angriff der Polizeischülerin, seitdem es ein da ist. Liebe freie Presse, was soll das? Man muss doch nicht bewusst Tatsachen weglassen, oder? Also für mich ist dieser Artikel, den die freie Presse geschrieben hat, das ist eine Frechheit. Er reißt dieses Thema an, sagt es kurz, ich weiß nicht, was sie damit bezwecken. Im Endeffekt, wenn sie darüber ansprechen werden, sagt man, oh, wir wollen die Bevölkerung, die unnötig Unruhe bringt. Das Problem an diesem Blatt ist aber mittlerweile, die schreiben gar nicht mehr der Wahrheit. Also wenn ich das so lese, wie es passiert ist, sowas muss man in der Öffentlichkeit getragen werden. Das ist auch endlich mal die letzten Aufwachen und begreifen, dass ja doch nicht alles heiler Sonnenschein ist und dass wir mit Kuscheltieren am Bahnhof ja alles regeln können. Es kotzt mich an bei dieser Presse. Und ich habe das in den letzten Wochen noch ein bisschen beobachtet. Ich muss sagen, Morgenpost tut ab. Sie schreiben immer noch viel Mist, aber es wird langsam. Es wird langsam. Da habe ich noch was anderes Nettes zum Thema Islamisierung. Das ist ja auch alles Quatsch, was wir uns einbilden. Ach, weil was anderes. Ich fand das auch eine absolute Frechheit, dass in Stolberger Schulen Flyer von Gegendemonstrationen ausgelegt wurden. Das ist verboten, in Schulen solche Werbung zu betreiben. Wir wissen es, wir tun sowas nicht. Wenn es die Kirche und die Linken brauchen, macht's gerne weiter, es ist verboten. So. Zu dem Thema Islamisierung. Niedersachsen. Das geht nicht und Schulen müssen neutral sein, ist die Reaktion von CDU-Fraktionschef Björn Timmer auf die Einrichtung von Gebetsräumen in allen öffentlichen Schulen Niedersachsen. Timmer hält höchstens einen Raum der Stille für alle Religionsgemeinschaften für möglich. Die Einrichtung von Gebetsräumen in öffentlichen Schulen ist im geplanten Islamvertrag des Landes Niedersachsen mit den muslimischen Verbänden DITIB und Schura vorgesehen.
Da warnt der CDU-Fraktionschef davor, den unter der Federführung des Kultusministeriums ausgehandelten Islamverband Holter die Polter durch den Landtag zu peitschen. Er fordert für den Landtag die Möglichkeit auf Nachverhandlungen mit den Islamverbänden. Ein schließlich müsse das Parlament den Vertrag beschließen. Zum vorgelegten Text kündigte die CDU zu diesem Zeitpunkt nur Nein sagen. Aber nicht allein die Gebetsräume stoßen in Schulen Niedersachsen auf scharfe Kritik. Der Vertrag sieht für Muslime in Niedersachsen auch das Recht vor, an den muslimischen Feiertagen Opferfest, Ramadan und Ashura unbezahlt freizunehmen. Das Land räumt den islamischen Verbänden auch ein, muslimische Friedhöfe zu betreiben. Einschließlich des Begräbnisses in einem Tuch, muslimische Schulen zu gründen, sowie in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Hospizen das Recht auf religiöse Betreuung zu erhalten. Den Seelsorger muss dafür von den Betreibern eine Aufwandsentschädigung gezahlt werden. CDU-Fraktionschef Tümmler vermisst, dass der Vertrag keine Pflichten der Muslimverbände definiert und auch keine Sanktionen festlegt. Wenn sie das im Dezember durchwinken, tritt es dann im Januar in Kraft. Wie gesagt, das ist ein schleichender Prozess. Das geht jetzt in Niedersachsen los. Und wenn das so weitergeht, kommt es auch irgendwann bei uns an. Der erste Vorteil, den wir eben zurzeit noch in Ostdeutschland haben, selbst die, die mit den Zügen nach Zwickau gebracht werden, dann mit den Bussen nach Chemnitz und Elsnitz verfrachtet werden, und man kann es nicht mehr anders nennen, und dann von Elsnitz und Lugau hier auf die umliegenden Gemeinschaftsunterkünfte zusammengepfercht werden, selbst die wollen den Osten, weil in Osten einfach mal Widerstand herrscht und weil wir uns diese Scheiße einfach nicht mehr länger gefallen lassen. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Und ich weiß auch aus sicherer Quelle, die Demonstration im Ort sind nicht sinnlos. Super leid, wenn sich 98 Menschen bei uns im Heim befinden, die vielleicht wirklich vor Krieg geflogen sind, die sich wirklich benehmen wollen, die hier wirklich arbeiten wollen. Es tut mir wirklich leid, wenn es so ist. Aber ich sehe einen großen Vorteil. Sie gehen da raus, wenn sie einkaufen gehen, und dann machen sie wieder rein. So lümmern wir nicht rum und dürfen nicht durchgehen. Es ist ein Riesenerfolg, den wir mit unserer Bürgerbewegung erzielt haben. Es ist ein Riesenbeitrag zu unserer Sicherheit, weil selbst wenn sie sich intern zusammengerottet haben, weil sie doch nichts Gutes im Sinn haben, sie getrauen sich einfach nicht raus, weil sie Angst vor uns haben. Für mich ist es ein riesengroßer Erfolg und da haben wir alle dazu beigetragen. Das waren im Groben meine Worte, die ich an euch richten wollte. Und jetzt würde ich gerne noch, erst frage ich euch noch, wie es weitergeht. Also wir treffen uns natürlich auch nächsten Freitag. Da haben wir wieder zwei Hochkaräter als Redner. Will man noch keine Werbung machen, unter anderem Kurt Schumacher. Diesmal darf er auch freier reden. Und noch einen anderen Special Guest, den sage ich aber mal noch nicht. Am 18. treffen wir uns dann wieder, da wird das Ganze aber etwas anders ablaufen, da wird kein Spaziergang stattfinden, da werden wir mal die Weihnachtszeit ein bisschen angehen, es wird eine kleine Kundgebung geben und dann hoffen wir, dass wir alle zusammen mal ein, zwei Weihnachtslieder trennen und zusammen Maschinen trinken und ein Roster essen und es wird an dem Tag auch noch etwas ganz anderes Leckeres zu essen für euch geben. Dann kommt die Weihnachtszeit, da haben wir Ruhe. Und wie es dann über der Weihnachtszeit und nach der Weihnachtszeit weitergeht, das erfahrt ihr am 18. Und jetzt habt ihr ja alle Flyer bekommen diese Woche. Und da stand ja ein Liedtext hinten drauf. Jetzt werden einige sagen, ich kann gar nicht mitsingen, ich hab den Flyer nicht mit. Rechts an der Verkaufsbude, da liegen noch Flyer. Also nicht mitsingen, das ist nicht. Kannst du gerne erhöhen? Und jetzt rücken wir alle ein bisschen zusammen, kommt nach vorne. Das fand ich sehr schön, was der Pierre da vorgeschlagen hat. Ihr könnt es aber vergessen, dass ich mit Mikro singe. Aber es stimmt gar nicht, das ist kein Problem. Ja, ich muss nicht gehen, dann sagen wir wohl nicht. Nicht so tschüss, nie und so. Ja, eigentlich nicht, aber ich. Wir müssen probieren. Schimmel.
deutschen Friedhof ließ Gott 4000 Bullen auf die deutsche Lieder des ausgleichen Blut. Es geht ja um Wahrheit in alter deutscher Welt, das seit ins Land neid ginge, das war erst ihr Bürger sein. Deutsche Freiräumer sei und der Heimat dabei, Heimat ihr Bürger sei. Deutsche Freiräumer sei und da bleib mal dabei, weil nur Arztgebürger sei. Wunderbar! Wer noch Durst hat, holt euch einen Tee. Schön, dass ihr so teilreich auf Sie, Schiefe. Ich würde sagen, in 5 Minuten stellen wir uns wieder unten auf am Kran. Fackeln gibt es dann rechts bei der Pyramide und dann laufen wir alle ein schönes Ringel. Dankeschön.